Ich begrüße euch zum ersten Vortrag zu den Labortagen. Vortrag 16, Getting Started. Worum geht's da? Es geht um eine Einführung in den Vortrag 16 und dessen Firmware und eine grobe Skizzierung, wie man eine eigene Animation und eigene Spiele für so ein Vortrag einbindet. Zielgruppe sind alle, die sich so ein Vortrag 16 bauen möchten und programmieren möchten. Ich setze für den Vortrag voraus, dass er einigermaßen sattelfest in der Kommandozeile seid. Also man muss schon ein bisschen was eintippen und wer da irgendwie Vorbereitung hat, könnte es ein bisschen schwierig werden. Für den Programmierteil setze ich voraus, dass ihr C könnt. Ich habe jetzt hierbei geschrieben, gute C-Kenntnisse. Damit meine ich jetzt, dass ihr aus dem Gröbsten raus seid. Also wenn ich irgendwie von Inf-Commotion rede oder Stacks und Heaps oder Pointer-Arithmetik, also wenn das bei euch klingelt, dann seid ihr eigentlich im Gröbsten raus. Okay, wir fangen erstmal an mit einer Einführung in den Vortrag 16. Ich werde erstmal erklären, was es mit den Vortrags auf sich hat. Ich werde zeigen, wie man sich die aktuelle Firmware für den Vortrag besorgt, wie man sie konfiguriert, wie man sie kompiliert und letzten Endes auf den Vortrag flasht. Und anschließend werde ich grob skizzieren, wie man selber eine Animation und selber ein Spiel für diesen Vortrag macht. Ich werde die API-Funktionen vorstellen. Da gibt es nicht so viele, aber die, die es gibt, sind dann schon relativ elementar. Am Schluss werde ich so ein bisschen zeigen, wie die LED-Matrix in dem Gerät eigentlich wirklich angesteuert wird. Das ist hauptsächlich an Leute gerichtet, die noch nie was mit Mikrocontrollern gemacht haben. Okay, wir fangen an mit der Übersicht. Was sind überhaupt Borgs? Ja, offensichtlich ist das da ein Borg. Das waren so die ersten Bastelprojekte. Ach, eine Sache kannst du vielleicht noch 15 machen? Leider nicht. Liege ich einfach daran, dass Herr Beamer meint, irgendwie dieselbe Auflösung machen zu müssen wie beim Laptop. Das passt nicht ganz. Deswegen musste ich es eben so ein bisschen zurechtschieben. Okay. Das waren die ersten Bastelprojekte, die das Labor so gemacht hat. Und wir haben sie einfach Borg getauft, weil sie eine gewisse Ähnlichkeit haben durch ihre Form mit einer gewissen Raumschiffklasse in einer bekannten Science-Fiction-Franchise. Und eigentlich waren sie nur als Dekoration gedacht für die damals noch frisch bezogenen Vereinsräume, aber sie wurden halt auch schnell zu einem Markenzeichen des Labors. Also wer an das Labor denkt, der denkt meistens an die ganzen Blinklichter, an das ganze Elektronikwunderland und die Borgs haben dann einen gewissen Anteil dran. Der Martin Omsig hat damals im Jahre 2005 den Borg 3D gebaut, der ziemlich schnell bekannt geworden ist und er ist auch quasi im selben Jahr noch als Exponat gebracht worden. Auf der Formel-Mythos-Ausstellung im Jahre 2005. Der war auch nachher noch auf ein paar Ausstellungen. Also das Ding ist schon ein bisschen durch die Gegend gewandert. Im Moment gibt es in der Dortmunder DASA einen Borg zu sehen, einen Borg-Projektor sogar, Makerspace FFM von Lutz Lissek. Der hat selber ein Netzbrett entwickelt, so hat er das genannt. Und das wird mit der Borgware betrieben, die wir hier entwickelt haben, für die Borgs, die wir hier an der Wand hängen haben. Was hat das mit dem Borg 16 zu tun? Der Borg 16 ist aus dem Wunsch entstanden, eine Schaltung anbieten zu können, mit der man relativ einfach 16x16 LED-Matrizen ansteuern kann. Und den Kern bildet eine professionell gefertigte Leerplatine. Und diese Leerplatine ist so ausgelegt, dass man hauptsächlich bedrahtete Bauteile nehmen kann. Also wenn man jetzt nicht besonders geübt ist mit dem Löten, ist das nicht wirklich schlimm. Also das habe sogar ich hinbekommen und wenn ich löte, sieht das aus, als hätte ich ein Bügeleisen benutzt. Also es ist relativ problemlos. Wir haben auch komplette Bausätze. Da ist auch alles drin, bis auf die LEDs und deren Vorwiderstände, weil wir machen euch keine Vorgaben, wie so ein Warp auszusehen hat. Also das ist jetzt einfach, was mir selber ausgedacht, wie der Warp aussehen soll. Das ist jetzt nicht die endgültige Form. Es gibt zig verschiedene Typen und Sorten. Das ist komplett euch überlassen. Optional könnt ihr auf dem Borg noch einen CAN-Controller verbauen oder einen RFM-12-Punkt-Chip, aber das ist wirklich komplett optional, das ist auch nicht in den Bausätzen enthalten, also wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, dann müsst ihr euch die Bauteile selber besorgen. Es gibt im Wiki eine Liste von Teilen, die ihr dafür braucht. Okay, hier haben wir so ein Bild von dem Borg 16, zumindest von der Platine, schon fertig gelötet. Hier fehlen noch die Vorwiderstände. Hier sollten die Vorwiderstände eigentlich rein. Aber ansonsten ist er schon komplett fertig. Hier wird über ein Flachbandkabel dann die LED-Matrix angeschlossen. Hier haben wir die Spalten, hier kommen die Zahlen ran.
und alles in allem relativ einfach aufzubauen. Okay, hier haben wir eine Übersicht über die Hardware. Ich werde die Liste jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Die Folie könnt ihr nachher runterladen und habt ihr das als Referenz. Wichtig ist nur, dass ihr euch merkt, dass der Board mit einem AVR betrieben wird. In dem Bausitz ist ein AVR Amiga 32 mit 16 MHz. Ihr solltet im Hinterkopf behalten, wenn ihr Sachen dafür programmiert, ihr habt exakt 2 KB RAM dafür. Die Firmware liegt im Flash rum, das ist immerhin 32 KB groß, aber im normalen Betrieb kann man da nicht reinschreiben. Also die Variablen, die ihr benutzt und so weiter, die sollen nach Möglichkeiten 2 KB reinpassen. Und meistens ist es auch schon so, dass 800 Byte schon verbraucht sind aus dem Stand, wenn die Borke anläuft. Weil halt schon zig andere Animationen und Spiele einen gewissen Verbrauch haben. Dann gibt es noch ein EEPROM mit 1 KB Größe. Wir benutzen das hauptsächlich für Tetris-Spielstände und die auf der Borke gestartet wurde, da ist ein Counter drin. Und für den Zufallsgenerator, aus der sein Seed speichert, damit man auch wirklich was ganz Tolles Zufälliges hat. Vielleicht noch als Anmerkung, die ESP-Leitungen sind über einen STK-200-kompatiblen Header ausgeführt. Wem das nicht sagt, das ist exakt die Pinbelegung, die halt auch auf dem USB-ASP zu finden ist, zumindest auf den 10-Poling-Anschluss haben. Okay. Dann kommen wir zur Software. Die Borgware ist quasi die Software, die die ganzen Borgs hier betreibt, zumindest die zweidimensionalen Borgs. Die funktioniert auch für fast alle 2D-Borgs, die in den letzten 3-4 Jahren gebaut worden sind. Da, wo sie nicht läuft, das sind Borgs, die entweder seit Jahren nicht gesichtet wurden oder nie fertiggestellt worden sind. Es gibt da so einen Borg, der in Game Boy eingebaut worden ist, der ist leider nicht fertiggestellt worden, hätte ich gerne gesehen. Aber theoretisch könnte man sie auch da aufportieren. Entwickelt wurde die Borgware von vielen Laboranten. Ich schreibe das deswegen dabei, wenn ihr euch die Borgware anguckt, werdet ihr auch entsprechend viele verschiedene Programmierstile wiederfinden. Und auch entsprechend verschiedene, naja, Dokumentationsstile. Je nach Zählweise sind in der Borgware ungefähr 25 Animationen und 4 Spiele, wobei das Spiel Tetris in insgesamt 3 Varianten vorhanden ist. Wer von euch hat schon mal Linux-Kernel gebaut? Wir sind ja schon einige. Dann dürfte euch das vertraut bekommen, weil die Borgware lässt sich fast genauso zusammenstellen. Man hat ein Menü, mit dem man sich selber zusammenklicken kann, was für Spiele und Animationen man haben möchte. Und manche Animationen lassen auch ein gewisses Feintuning beim Timing zu. Noch ein paar Eckdaten. Die Borgware hat über 10.000 Zeilen C-Code. Und das ist wirklich der reine C-Code. Wenn man die Kommentare und Leerzeilen noch dazu zählt, sind es 23.000 Zeilen. Ungefähr 400 implementierte Funktionen. Das ist zwar eigentlich noch recht übersichtlich, aber durchaus schon genug, um sich ein Wochenende damit um die Ohren zu schlagen. Die Borgware enthält eine einfache API für Grafik- und Joystick-Operation. Man muss also nicht wirklich alles komplett selber machen. Man muss nicht die Schieberegister selber ansteuern für die LED-Matrix. Das ist alles schon drin. Wir haben auch eine kleine Bibliothek für CAN und für RFM12 drin, aber die werde ich in sofort halt nicht behandeln. Ganz wichtig ist noch, die Borg enthält einen API-Simulator. Das heißt, man muss nicht unbedingt gleich einen Borg anschließen, wenn man seine Software testen will. Der API-Simulator ist einfach nur ein Stück Code, mit dem es möglich ist, die Borgware als PC-Anwendung zu kompilieren. Anstelle der Harte mit den Schieberegistern und den AVR-Ports wird dann einfach ein GUI-Programm. Das funktioniert zurzeit allerdings nur unter Linux und Windows, bei Linux dann halt auch nur unter x86 bzw. x64. Das liegt einfach daran, dass wir spezielle Linker-Skripte benutzen beim GCC und die müssten wir theoretisch für jede Plattform portieren. Ist das für jemanden ein Problem? Also gibt es hier jemanden, der irgendwie Macintosh benutzt und möchte irgendwie Borg-Software schreiben? Okay, das hier ist kein Problem. Aber wenn es gar nicht mehr zu schließen sollte und sagt, ich habe einen Mac und ich würde das gerne bauen, können wir uns gerne zusammensetzen und so ein Maker-Skript schreiben. Was wäre denn, wenn man das mal auf dem Pi kompilieren möchte? Auf dem Pi wird es nicht laufen, weil muss man halt dieses Linker-Skript beschreiben. Das sind die 3 Architekturen nicht angegeben, aber diese 3 Plattformen nicht angegeben, aber das sind derzeit die einzigen, denen der Simulator läuft. Wäre das aufwendig oder? Das ist vermutlich. Also ich kann jetzt nicht so ein Patentrezept rausgeben, wie man es macht. Also ich weiß auch nicht genau, was ich da tue. Ich kopiere so ein paar Zeilen da rein und gucke, ob es irgendwie funktioniert. Die Linker-Skripte hat Peter entworfen übrigens, beziehungsweise bearbeitet, und ich habe einfach nur weiter drum rumgewurschtelt und so lange probiert, bis irgendwas lief.
Wir haben ein paar Impressionen. Die ersten beiden Reihen sind die Animationen, die ihr vermutlich schon hier auf dem Board bestaunen konntet. Ganz unten habt ihr die Spiele, wobei ganz links das Menü zu sehen ist. Ich kann das auch hier nochmal zeigen. Wenn ich hier den Joystick drücke, ich kann ja selber nicht sehen, was da passiert. Und hier auf Tetris. Genau, jetzt kann ich hier die verschiedenen Spiele aussuchen und wenn man das Ding ein paar Mal benutzt hat, weiß man auch, welches Symbol für welches Spiel steht. Wenn man Joystick nach oben drückt, dann geht die Animation auch wieder an. Okay. Ja, jetzt kommen wir zu den Voraussetzungen für das Bildsystem. Ich habe ja gesagt, wir wollen die Borg-Firmware selber bauen. Dafür müssen wir erstmal die Voraussetzungen schaffen, damit wir es bauen können. Wir müssen Software installieren. Voraussetzungen unter Linux, hier am Beispiel von Ubuntu, sind eigentlich sehr übersichtlich. Was braucht man? Man braucht eine AVR Cross-Compiler Toolchain. Das sind einfach nur drei Pakete, die direkt daneben stehen, die man installieren muss. Man braucht einen normalen GCC. Das liegt daran, dass das Menü, von dem ich euch eben erzählt habe, das liegt auf einem Quellcode vorerst. Wenn man das erste Mal wegen Menu-Config eintippt, dann kompiliert er dieses Menü und dafür braucht ihr einen normalen GCC. Wir brauchen das Programm Make als eigenes Build-Backend, weil letzten Endes sind es auch nur Make-Files, die wir benutzen, um es zu bauen. Und ganz wichtig, die libn-curses 5-dev muss installiert sein, weil das ist eine Bibliothek, die das Menü braucht, um hübsche, GUI-artige Dinge ins Terminal zu zeichnen. Wenn ihr den Simulator benutzen wollt, das lege ich euch sehr ans Herz, dann installiert euch noch die libfreeload. Das ist ein OpenGL-Binding, das sogar plattformunabhängig ist. Tatsächlich war es so, dass der Simulator tatsächlich nur einen Quellcode hatte für Linux und für Windows. Das hat sich in den letzten Wochen leider geändert, weil wenn wir das unter Windows bauen wollen, die wir Cygwin, und die erwarten mittlerweile, wenn man OpenGL benutzt, muss man auch einen X-Server unter Windows installieren. Habe ich nicht ganz eingesehen. Deswegen gibt es unter Windows mittlerweile einen nativen Simulator. Wir brauchen unter Linux noch Everdude. Das ist ein Programm, mit dem man letzten Endes die Firmware auf dem Borg aufspielt, mit Hilfe eines Programmiergerätes. Ich benutze hier als Beispiel den USB-ASP, den ihr auch hier erwerben könnt, aber nicht müsst. Den gibt es auch bei eBay und kann man auch selber sich zusammensetzen, ist auch eine Hardware. Hier ist er billiger. Genau, hier ist er auch billiger und B, ihr tut gutes Werk, wenn ihr hier kommt. Okay, ihr braucht noch Subversion, weil zurzeit bieten wir wie keine ZIP-Archive an von der Borgware. Ihr müsst euch die direkt aus unserem Facebook-Repository laden. Das ist im Moment noch Subversion, das wird irgendwann auf Git umgestellt, dazu sind wir bisher nicht gekommen. Wenn wir das auf Git umstellen, werde ich die Folie noch anpassen, dass ihr da nicht, keine Probleme bekommt, die Borg zu beschaffen. Frage an euch, wer hat bisher noch nie mit einem Quellcode-Verwaltungstool gearbeitet? Mit Subversion, ja. Okay, das ist kein Problem. Subversion, jedem bekannt. Gut. Noch als Hinweis, wenn man den USB-ASP unter Linux benutzen will, wenn man da nichts konfiguriert, funktioniert ja standardmäßig nur mit Rootrechten. Das ist ein bisschen lästig. Deswegen sollte man sich eine sogenannte UTF-Regel-Datei anlegen. Ich habe hier beispielhaft eine angegeben. Ihr müsst euch das jetzt nicht merken. Die Folie gibt es nachher zum Download. Das ist einfach nur, damit ihr jedem Benutzer, der der Gruppe Plugtiv angehört, die Möglichkeit gibt, mit dem USB-ASP zu arbeiten. Plugtiv ist so eine Standardgruppe unter Ubuntu und unter anderen Linux-Distributionen. Heißt die unter Umständen anders. Ja, kommen wir zu Windows. Wer von euch benutzt denn Windows? Part-time Scientist. Nein, zwei Stück. Okay, ihr braucht auch hier eine AVR Cross-Compiler Toolchain. Die gibt es hier auch von WinAVR. WinAVR enthält zusätzlich Everdude, ihr müsst euch das dafür Windows nicht getrennt besorgen. Und die Installation ist ziemlich einfach, man klickt einfach so weiter. Irgendwann kommt ein Fenster, wo dann steht Install Files, Add Directories to Path und irgendwie Programmers Notepad. Man muss nur die ersten beiden anwählen, also Install Files und Add Directories to Path, die sollten angeklickt sein. Da können wir es installieren. Was es mit diesem Programmers Notepad auf sich hat, keine Ahnung, also die Borgware braucht die es nicht. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem gerne ausprobieren. Was wir noch brauchen, ist Cygwin. Das Menü, was wir bei der Borgware verwenden, benutzt leider so ein paar Unix-spezifische Terminal-Eigenschaften. Und deswegen kommen wir nicht drum rum, so eine Art Linux-Umgebung unter Windows nachbilden zu müssen. Es funktioniert leider zurzeit nicht mit WinGB. Das ist auch so ein GCC-Compiler für Windows, weil eben bestimmte APIs fehlen.
um das Terminal vernünftig anzusteuern. Sigmund liefert einen GCC-Compiler mit für Windows, mit dem es möglich ist, Programme aus dem Linux-Umfeld zu nehmen und sie für Windows zu kompilieren und lauffähig zu machen. Das ist noch nicht alles. Sigmund ist wie so eine kleine Linux-Distribution unter Windows. Man kann aus einer riesigen Liste von Paketen Programme auswählen, installieren. Und das Paket braucht hier 4 Stück. Wir brauchen aber die GCC 4, wobei die 4 ziemlich wichtig ist. Es gibt auch ein Paket, das nur GCC heißt. Das funktioniert nicht, das ist zu alt. Das Linkerscript, was ich da mittlerweile angepasst habe, setzt den GCC 4 voraus. Ihr braucht noch Make. WinAVR liefert zwar auch Make mit, aber das ist eine relativ komische Version. Also der Bild schlägt damit fehl. Und ihr solltet nach Möglichkeit das Make benutzen, das Sigmund mitliefert. Ja, das hat zu tun übrigens mit den Zeichen in den Pfaden für Dateien, die benutzt werden, ob die einen Backslash oder einen Vorwärtsslash haben und dann diese Dinge richtig interpretieren. Also das ist, ja. Also wie gesagt, nehmt das Make aus Sigmund, dann seid ihr fein raus. Ihr braucht auch hier die libncurses und das Sigmund heißt das Paket einfach libncurses-devil. Und falls ihr das noch nicht auf eurem Windows habt, braucht ihr eine Subversion. Also wenn ihr es noch nicht installiert habt, empfiehlt es sich, die Version aus Sigmund zu nehmen, dann habt ihr alles aus einer Hand. Okay, für den USB-ASP unter Windows müsst ihr noch einen Treiber installieren. Ich werde das jetzt auch nicht im Einzelnen vorlesen, wäre auch ein bisschen sinnlos. Ich habe die Methode ausprobiert, sie funktioniert. Eine Zeit lang war das wohl ein Problem, den USB-ASP unter 64-Bit zu betreiben. Aber auch das funktioniert. Also ich habe das auch unter Windows 7 mit 64-Bit getestet, das klappt. Okay, kommen wir zur Konfiguration der Borgware. Wir müssen uns erstmal ein Terminal starten, beziehungsweise das Sigmund Terminal unter Windows. Dann müsst ihr den Quellcode auschecken. Ich habe das hier exemplarisch angegeben, dass was in blau da steht, ist das, was eingetippt werden muss. Wenn ihr Subversion kennt, dann sollte euch das nichts Neues sein. Wie gesagt, ihr könnt die Folie nachher runterladen, ihr müsst euch jetzt nicht diese meterlange URL merken. Und dann erscheint dann unten ganze Tapete von Dateien, die runtergeladen werden. Und unten müsste dann sogar stehen die Checkout-Revision und irgendeine Nummer. Wenn das geklappt hat, dann sollte ein neues Verzeichnis Borgware 2D existieren, das ihr reinwechseln könnt. Und wenn ihr dazu Lust habt, später könnt ihr ein SVN-Up eintippen, dann wird der Quellbaum aktualisiert. Hier wird nicht viel dran gearbeitet an der Borgware, aber hin und wieder kommt dann doch mal so eine Animation dazu, die man vielleicht haben möchte. Okay, wir gehen davon aus, dass das Checkout geklappt hat. Wir wechseln das Borgware-Verzeichnis und wollen es konfigurieren. Dazu tippen wir einmal make-menu-config ein. Und wenn alles klappt, dann sollte halt genau dieses Fenster da erscheinen in eurem Terminal. Und wenn es nicht klappt, dann ist es in 95% der Fälle, dass ihr die libncurses vergessen habt. Also deswegen habe ich es noch vorbeigeschrieben. Wirklich libncurses 5-dev bzw. libncurses devil installiert. Es gibt auch Pakete, die nur libncurses heißen, aber da fehlen die Header und das reicht dann nicht. So, das erste, was man macht, ist die Default-Konfiguration laden. Das muss man halt einmalig machen, so nach dem Checkout. Man muss das nicht jedes Mal machen. Aber anfangs ist das halt sinnvoll. Nur zur Info, das ist halt genau diese Menüoption hier. Aber wenn man das einmal macht, dann drückt man Return, dann kommt man instantan wieder zurück ins Hauptmenü. Sieht dann so aus, als wäre nichts passiert, das ist aber nicht richtig. Er hat eine sinnvolle Default-Konfiguration geladen. Das ist zum Beispiel deshalb wichtig, weil die Borgware verschiedene Borg-Typen unterstützt und halt entsprechend verschiedene LED-Matrizentreiber mitbringt. Und wenn man da den falschen hat, dann zeigt der Borg 16 nur noch Mist an. Deswegen ist es sinnvoll, einmal die Default-Config zu laden. Es gibt noch ein paar andere Optionen, zum Beispiel General Setup. Wenn ihr die Default-Config geladen habt, solltet ihr da nichts ändern müssen. Das sind die richtigen Werte für die Bausätze, die wir verkaufen. Einmal ab Mega 32 mit 16 Millionen Hertz oder 16 Megahertz. Wenn ihr euch entschließen solltet, einen 8 Giga 64 oder 64P zu nehmen, müsst ihr das hier entsprechend ändern. Ja, unter Borg Hardware, auch da solltet ihr normalerweise nichts ändern müssen. Könnt ihr ein paar Feineinstellungen vornehmen, was die Hardware betrifft. Hier kann angegeben werden, wie breit und wie hoch die LED-Matrix ist, wie viele Helligkeitslevel sind.
Man muss dazu sagen, das sieht zwar konfigurierbar aus, ist es aber nicht. Klar, bei der Abfestung der Aromatik ist es klar, dass man das nicht ändern kann. Bei den Brightness Levels, da kann man halt beim Borg 16 nichts anderes eintragen als 3, weil das muss mit den hartverdrahteten Werten im Hardware-Tag übereinstimmen. Die einzige Komponente, wo man das quasi frei einstellen kann, ist der Simulator. Also der orientiert sich an den Werten, die da drin stehen, und stellt dann entsprechend eine größere oder kleinere Matrix rein mit näher oder weniger Farbe. Direkt daneben habt ihr noch die Pin-Konfiguration. Auch da solltet ihr nichts ändern müssen. Jedenfalls nicht, wenn ihr da nicht irgendwelchen Quatsch verlötet habt. Und ja, die Werte, die hier stehen, sollten auch stimmen. Also wenn ihr da irgendwas verstellt, empfiehlt es sich übrigens auch wieder, die Default-Config zu laden. Das ist einfacher, als da alles zurechtzupuppeln. Okay, wir haben noch ein Menü mit Features. Hier ist der Zufallsgenerator drin. Das ist ein kryptografisch sicherer Zufallsgenerator. Ein Laborant war der Meinung, dass wir das dringend überhaupt haben müssen. Und das hat alles toll, deswegen ist der jetzt auch da. Und es ist ganz wichtig, dass der eingeschaltet ist, weil sämtliche Spiele und Animationen benutzen halt genau diese Implementierung. Wir benutzen nicht die Standard-Zufallsimplementierung aus der Standard-Library, sondern halt die. Also wenn man sich wundert, dass sich sämtliche Spiele und Animationen in dem Menü nicht mehr anwählen lassen, dann liegt es daran, dass das nicht ausgewählt ist. Darunter haben wir auch die Cantime-Extension, die ist nur innerhalb des Labors sinnvoll, weil nur da der Canvas so aufbereitet ist, dass da auch so ein Timing-Signal durch die Gegend geschickt wird. Dann haben wir auch den Scrolltext-Support, da könnt ihr euch bei Peter bedanken, der hat ihn entwickelt. Es ist eine API-Funktion für Lauftexte und auch hier gibt es eine Abhängigkeit, quasi jedes Spiel benutzt das. Es gibt auch eine Animation, die ihr schon gesehen habt, dieses WWW, das Labor.org, das ist genau das. Und ihr könnt im Untermenü von Scrolltext auch so ein paar Feineinstellungen machen. Unter anderem auch den Text, der angezeigt werden soll. Und da ist es ganz wichtig, deswegen habe ich es in Rot beigeschrieben, dass das mit dieser Spitzenklammer Schrägstrich Raute beginnt. Weil ansonsten zeigt er nichts an oder nichts Vernünftiges. Das liegt daran, dass sich dahinter eine Syntax verbirgt für Lauftexteffekte. Man kann also weitaus mehr machen, als Text von rechts nach links scrollen zu lassen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kenne sie auch nicht alle, deswegen verweise ich an der Stelle einfach mal auf die entsprechende Quelltextdatei. Ansonsten weiß es Peter, der hat es entwickelt und theoretisch sollte er euch da weiter. Der Befehl zum Beispiel, dass links heißt, scrolle von links nach rechts. Slash heißt, bis der String aus dem Display raus ist, dann ist der Scrolltext fertig. Und der Hash trennt den Befehl, der auf den nächsten String angewertet werden soll, von dem String. Man könnte dann danach nochmal Hash und dann zum Beispiel den Pfeil andersrum und wieder bis Slash und dann einen weiteren Text machen, dann wird der Text andersrum halt laufen, danach, nach dem ersten. Also erst einer so rum und dann einer so rum. Da gehen noch lauter andere Sachen. Man kann den String an Buchstaben zerhacken, jeder Buchstabe kann einzeln erst nach da und dann nach da laufen. Die Geschichten können blinken, die können von oben nach unten, von unten nach oben, erst von unten nach oben rein und dann nach rechts und links raus und die können eigentlich alles. Ich hätte das nicht so schön erklären können. Danke, Peter. Wir haben auch den Joystick-Support, den solltet ihr einschalten, wenn ihr auch den Ding Spiele spielen wollt. Auch hier habe ich der Vollständigkeit halber noch das Untermenü genannt. Die Werte, die hier stehen, sind schon die richtigen, da solltet ihr auch nichts ändern müssen, es sei denn, ihr habt einen ganz komischen Joystick. Was haben wir noch? Menü-Support. Menü ist halt genau das hier. Damit kann man die Spiele sich aussuchen. Man kann das Menü auch wegkonfigurieren, aber es ist nicht sinnvoll. Man kann das, die Spiele zwar spielen, aber es läuft dann folgendermaßen. Ich drücke den Joystick, das erste Spiel wird gestartet, dann verliert man, dann wird das nächste Spiel gestartet, dann verliert man das nächste Spiel. Das ist deshalb so, weil wir auch Works unterstützen, die nur einen Ableger 8 haben. Also da ist ein Spiel drauf, dann ist der voll, dann braucht man kein Menü. Deswegen kann man das wegmachen, aber wenn ihr mehrere Spiele haben wollt, dann auf jeden Fall das Menü dazu machen. Darunter habt ihr eine Übersicht, wie das Game-Menü aussieht. Hier könnt ihr zwischen 4 verschiedenen Spielen wählen, wobei ich das im Menüpunkt Animations, den ich jetzt nicht zeige, habt ihr die Möglichkeit, aus zig verschiedenen Animationen zu wählen. Ein paar davon habt ihr eben schon auf der Impressionsfolie gesehen, beziehungsweise könnt ihr hier im laufenden Betrieb betrachten. Es gibt noch Optionen für RF12 kann, die sind aber nur dann sinnvoll, wenn man diese Komponenten auch verbaut hat. Wobei es halt eben vergessen zu sagen, wenn man sich dazu entschließt, solche Komponenten zu verbauen, man muss sich für eines davon entscheiden.
Also R von 12 und Karten zusammen funktioniert nicht, es geht nur eins von beiden. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, die teilen sich eine Chipsdeckleitung oder sowas. So ich mal müsste das wissen. Ja, die hängen mit den Chipsdeck, da machen wir noch Pins frei. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt nur eins davon nehmen. Ferner, wenn ihr den Simulator benutzen wollt, sollte R von 12 Support aus sein. Die R von 12 Library binden wir extern ein, die wird halt als externes Projekt entwickelt. Dementsprechend hat die keine Simulator-Stubs. Das heißt, wenn ihr das rein konfiguriert, dann erwartet der Quellcode, dass er auf einer AVR laufen soll. Und dann sind dann zig Symbole nicht definiert, wenn man es im Simulator kompilieren möchte. Bei CAN ist das nicht so das Problem, bei CAN gibt es diese Simulator-Stubs, dann ist der Bus quasi inaktiv, der simuliert. Okay, wir sind fast durch mit der Konfiguration. Wenn ihr euch alles zurechtgeklickt habt, wie ihr es haben wolltet, geht ihr auf Exit, dann fragt ihr euch, möchtet ihr das wirklich speichern? Dann sagt ihr ja und erst dann wird die .config-Datei geschrieben. Da sind die ganzen Environment-Variablen drin, wo drin steht, was ihr haben wollt. Das ist für das Bildsystem wichtig, für die Make-Files. Und er schreibt eine Autoconf-Datei, die ist wichtig für die Elbo, nachher, wenn man da konditionell kompilieren kann. Okay, jetzt haben wir alles konfiguriert, jetzt wollen wir es bauen. Einfach an das Baukasten-Verzeichnis wechseln und Make eintippen. Und wenn ihr keinen Bock geschossen habt, dann sollte irgendwann zum Schluss sowas da stehen, also das, was in diesem Gleichheitszeichen eingebettet ist. Image compiled for, bla 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 bla. Ihr habt da zwei Werte angegeben, Program und Data. Program gibt euch an, wie groß die Firmware ist. Und Data gibt euch an, wie viel RAM quasi beim Startup schon verbraucht wird. Also Program sollte nach Möglichkeit kleiner als 32 Kilobyte sein und Data sollte nach Möglichkeit nicht in der 2 Kilobyte Grenze kratzen. Was haben wir noch? Genau. Die Image-Hex ist die Datei, wo die Firmware drin ist. Wenn das geklappt hat, sollte die vorliegen. Das ist das sogenannte Input-Hex-Format. Das ist tatsächlich ein Textformat. Das wird von sämtlichen Flash-Hard-Tools verstanden. Das ist mehr oder weniger so parametriert. Okay, jetzt haben wir die Firmware fertig. Jetzt wollen wir sie auf dem Borg flashen. Ich setze jetzt bei diesen Schritten voraus, dass ihr die Platine des Borg-Sektors schon fertig habt, dass ihr ein USB-ASP am PC angeschlossen und eingerichtet habt und dass ihr die ISP-Schnittstelle des Borg 16 mit dem USB-ASP verbunden habt. Also ich kann das auch hier nochmal zeigen. Ich muss leider keine Borg-Partikel mehr hier, deswegen muss ich es hier zeigen. Die ISP-Schnittstelle ist die hier, die direkt in dem Prozessor sitzt. Die müsst ihr verbinden mit einem Programmer, dem USB-ASP. Das ist auch nur eine kleine Platine. Und wenn das alles verbunden ist, dann sollte das funktionieren. Hier wird nochmal beigeschrieben, wo Pin 1 ist. Also wenn die SOP-Anschlüsse in Richtung Süden zeigen, dann ist Pin 1 unten rechts. Wenn ihr einen jungfräulichen Mikrocontroller nehmt, so frisch aus der Packung, dann solltet ihr beim USB-ASP den Slowjumper setzen. Das liegt daran, dass die im Auslieferungszustand mit einem internen Taktgeber arbeiten und hier den externen Quarz. Der läuft dann mit 1 MHz und dann ist der USB-ASP beim Flashen einfach zu schnell mit den Daten. Also wenn er nicht antwortet, dann wird es daran liegen, dass der Slowjumper nicht gesetzt ist. Wo wir schon bei jungfräulichen Kontrollen sind, bevor man ihn verwendet, muss er einmal eingestellt werden. Das macht man über sogenannte Fuses. Fuses kann man sich vorstellen wie Bytes, deren Bits eine bestimmte Bedeutung haben. Welche Bedeutung sie genau haben, kann man im Datenblatt des jeweiligen Mikrocontrollers mitnehmen. Und konkret stellen wir beim Borg 16 Folgendes ein. Wir stellen ein, dass er das externe Quarz mit 16 MHz benutzen soll. Wir stellen ein, dass er das EEPROM nicht löschen soll, wenn eine neue Firmware aufgespielt wird. Normalerweise ist es so, dass er nicht nur das Flash-ROM löscht, sondern halt auch das EEPROM. Das ist aber ein bisschen doof, wenn man seine Tetris-Highscores behalten möchte. Deswegen stellen wir es mit Fuses ab. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Bootloader zu nutzen. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, was das damit auf sich hat. Deswegen habe ich nochmal optional dabei geschrieben. Wenn wir einen Bootloader benutzen, dann stellen wir ein, dass der 512 Words groß ist, beziehungsweise 1 Kilobyte. In Rot habe ich dabei geschrieben, serielle Programmierung über ISP zulassen. Im Auslieferungszustand lässt er das zu, sonst könnten wir es mit USB-ASP nicht einstellen. Das Blöde ist, man kann es ausmachen. Das macht man genau einmal aus und dann kommt man nicht mehr dran. Jedenfalls nicht, wenn man nicht das entsprechende Know-how oder Equipment besitzt. Wenn man nicht weiß, wenn die wieder mal lebt, dann läuft es halt darauf hinaus, dass man sich noch einen Mikrocontroller kauft. P
Peter weiß zum Beispiel, wie man so einen Abneger wiederbelebt, wenn man den verfuß hat. Nee, ist nicht ganz richtig, was du erzählst. Das okay. ist nämlich gar nicht, womit man sich einen Fuß schießt, das geht nämlich gar nicht. Das ging bei ganz historischen alten AVRs, okay. da gab es tatsächlich das Problem, dass man das tatsächlich ausschalten konnte, aber die neueren, Atimega 8, glaube ich, die sind alle so schlau, dass die über die ISP-Schnittstelle es nicht zulassen, die ISP-Schnittstelle abschalten zu lassen. Okay. Man kann sich allerdings mit anderen Dingen in den Fuß schießen, nämlich wenn man den Reset-Pin abschaltet, das geht bei Mega 32 zwar nicht, aber wenn man das bei anderen macht, hat man kein Reset mehr, um ihn in den Programmiermodus zu versetzen. Oder wenn man eine falsche Taktquelle einstellt, das ja nicht mit dem keinen Quarz erwartet, sondern eine andere Art von Oszillator, dann schwingt da nichts, dann hat er keinen Takt. Und kann auch nicht mehr neu programmiert werden, weil der Takt auch zum Programmieren verwendet wird. Ja, das sind so die Klassiker, womit man sich in den Fuß schießt. Wenn du den Verkehr eingestellt hast, den Taktgeber, kannst du aber immer noch mit dem zweiten Atmega hingehen, den Bin toggeln lassen und damit kannst du den ersten dann wieder beschreiben. Also so, dann ja wieder Takt. Genau, so ist es. Okay. Aber gar nicht erst machen. Deswegen habe ich das rote Kästchen runtergeschrieben, Vorsicht beim Ändern der Fuses. Wenn ihr dann eine falsche Einstellung macht, könnt ihr den unter Umständen dauerhaft unbrauchbar machen. Oder zumindest so unbrauchbar machen, dass ihr ihn selber nicht mehr wiederbelebt. Ich will nicht wissen, wie viele Atemegas auf diesem Wege schon auf dieser Welt gestorben sind. Ich möchte es auch nicht wissen. Und weil ich das nicht wissen will, habe ich hier eine Tabelle aufgestellt, wo man halt genau ablesen kann, welche Fuses man wie setzen muss. Ich habe das für die einzelnen Mikrocontroller einzeln aufgeführt. Ich habe nochmal beigeschrieben, ob man das mit dem Bootloader macht oder ohne. Ich komme gleich dazu, was es ist. Die 20er hast du vergessen. Die gibt es mittlerweile auch im DIL. Ja, der wird aber auch von der Borgware zurzeit nicht unterstützt. Das wird der Fehlstein, der Bild. Der prüft explizit auch diese Mikrocontroller. Also das sind jetzt die unterstützt werden. Also die, wo ich es auch ausprobiert habe. Es gibt auf der Webseite von der Firma Embedded einen Online-Fuse-Calculator. Da könnt ihr euch die Features quasi selber zusammenklicken, wie ihr den Prozessor ein- und ausschalten wollt. Und der purzelt, oder purzeln dann so Ex-Werte raus, die man halt für die Fuses nehmen kann. Ich würde sehr empfehlen, das zu nutzen, bevor man das selber sich irgendwie vertut und dann seinen Mega himmelt. Ein weiterer Vorteil ist, man kann auch direkt diese Hexwerte angeben, dann spuckt er einem dazu aus, welche Features damit ein- und ausgeschaltet werden. Das ist sehr nützlich, wenn man tatsächlich mal nach der Bedeutung von diesen Features googeln möchte oder im Datenblatt nachschlagen möchte. Okay, wir sind jetzt soweit, dass wir unsere Image-Datei rüberflashen wollen. Ich habe da die einzelnen Controller nochmal angegeben. Ja, das ist glaube ich relativ eingängig. -C steht für, den, für das Programmiergerät, das wir benutzen. P für den Mikrocontroller-Typ. U gibt die Speicheroption an, die wir machen wollen. Mit F flash, W schreiben, Image, was wir flashen wollen. Und dazu gibt es zu sagen, wenn man das so flasht, man hat vorher einen Bootloader drauf gehabt, dann ist der weg. Das Flash-ROM wird komplett gelöscht. Und das ist erstmal nicht weiter schlimm, wenn man sagt, okay, ich brauche keinen Bootloader, sollte man zumindest gucken, dass man in den Fuses den Bootloader dann noch abstellt. Okay, jetzt habe ich so viel über Bootloader erzählt und noch gar nicht gesagt, was es damit auf sich hat. Man muss nicht unbedingt ein Programmiergerät verwenden, um dann Amiga zu flashen. Das können die auch quasi selber, wenn die selber flashen. Also mit dem zum ersten Tricks. Man reserviert einen gewissen Bereich des Flash-ROMs für den Bootloader. Das ist das erste, was dann gestartet wird. Das habe ich hier mit einer eingebildeten 1 angegeben. Der springt beim Start direkt da rein. Und dann kann der anhand bestimmter Parameter prüfen, also es kommt auf den Bootloader an, ob er sich jetzt eine neue Firmware wie von extern holt. Ja, in unserem Fall, also das Beispiel, was ich gerade gleich angeben werde, wird ein serieller Bootloader sein, der wird sich über die serielle Schnittstelle eine neue Firmware ziehen können. Man kann ihn halt bei Bedarf in den vorderen Teil des Flash-ROMs schreiben und springt dann im dritten Schritt an die Adresse 0 und führt das dann aus. Ich hoffe, das war soweit richtig. Okay, Peter sagt ja, das ist okay. Es gibt von der Firma Acker ein Protokoll, das nennt sich AVR 101 Application Note, da beschreiben sie, wie sich so ein serieller, wie sich so ein serielles Programmiergerät verhalten soll. Und dieses Protokoll, AVR 109, wird von sämtlichen AVR-Werkzeugen unterstützt, sei es kommerziell, sei es frei, also relativ verbreitet. Wir benutzen den Bootloader AVR Prof Boot in der Version 0.8.5. Das sorgt dafür, dass sich der Borg
wie so ein Programmiergerät verhält. Und man braucht einfach nur das SIP-Archiv runterladen, packen, das heißt Verzeichnis wechseln. Und dann muss man es konfigurieren. Es geht nicht ganz so komfortabel wie Winterborgware. Man muss tatsächlich das Make-File selber anfassen, beziehungsweise die Quellcode-Dateien. In erster Instanz müssen wir erstmal einstellen, dass man eine Ableger 32 verwendet oder für eine Ableger 32 kompiliert wird. Und wir müssen die Bitzeile festlegen. Hier wird hier in Words angegeben. Sonst hier ist darauf zu achten, dass das mit dem eingestellten Uses übereinstimmt. Also für den AVR-Port sind reicht 512. Wie gesagt, das sind Words, keine Bytes. Bytes wären das 1024. In der main.c müssen noch ein paar Defines geändert werden. Da muss erstmal die Taktfrequenz eingestellt werden. Dann muss die Bootrate eingestellt werden. Bei der Bootrate kann man nicht beliebige Werte eintragen. Da ist man auf bestimmte Werte beschränkt. Das liegt unter anderem auch an der Taktfrequenz. Man kann diese Bootrate nur näherungsweise erreichen, zumindest mit 16 MHz. Und die Bootrate von 19.200 ist eine, die einen Fehler hat von 0,2% beim Timing. Das ist dann tolerabel. Man könnte auch 38.400 nehmen, das würde auch noch passen. Ich habe jetzt einfach mal 19.200 genommen, um sicherzugehen, dass es auch wirklich klappt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Bootloader getriggert wird, was das Flashen angeht. Start Simple ist eine Möglichkeit, über einen Pin, den man auf High zieht, zu sagen, komm, jetzt sollst du flashen. Würde ich so nicht empfehlen. Stattdessen sollte man die Startmethode Start Wait benutzen. Dann startet der Bootloader, wartet irgendwie ein, zwei Sekunden, ob ein serielles Kommando kommt. Und wenn eins kommt, dann legt er mit dem Flash los. Okay, wir sind soweit, dass wir ihn fertig konfiguriert haben. Einfach mit Make bauen, dann kommt eine Main.hex raus und die flashen wir quasi genauso wie die Borgware auf den Borg 16 drauf. Ein letztes Mal über den ISP quasi. Und anschließend haben wir die Bootloader auf dem Borg 16, aber ohne die Borgware. Das heißt, wenn ihr den jetzt einschaltet, den Borg, dann bleibt der schwarz, weil da ist nur der Bootloader, der ständig läuft. Und da in der Firmware eigentlich nichts los ist, wenn er aus dem Bootloader rausspringt, springt er eben gleich wieder rein. Ich setze jetzt voraus für die nächsten Schritte, dass der Borg 16 mit einem Serienkabel mit PC verbunden ist oder mit einem USB-Adapter. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann man folgenden Befehl absetzen, das ist der hier. Everdude, diesmal geben wir als Programmer dieses AVR-109-Protokoll an, wir geben die Bootrate an, wir geben das Device an, unter Linux ist das typischerweise TTYS0, unter Windows ist es COM1, da müsst ihr halt gucken, wenn ihr USB-Konverter verwendet, dann können die auch anders heißen. Ihr gebt, wie gehabt, den Controller an und das -O-FW-Image habt ihr auch schon gesehen. Eben noch erwähnt mit dem Warten, wenn man den Borg 16 seriell flashen möchte, bietet es sich an, den Reset-Knopf so 1-2 Sekunden gedrückt zu halten, loszulassen und dann sofort dieses Everboot-Kommando abzufeuern. Am besten tippt man dieses Everboot-Kommando schon mal ein, drückt noch nicht Return, drückt die Reset-Taste, lässt sie los, drückt Return, dann sollte es klappen. Das ist ein bisschen friemelig, weil das Timing schon recht wichtig ist, deswegen kann es ein bisschen dauern, bis man einen erfolgreichen Versuch hat. Aber an sich funktioniert das zuverlässig. Okay, damit wären wir beim ersten Teil durch. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Okay, ja, kommen wir zu der Borgware an sich, zu den API-Funktionen. Da gibt es jetzt nicht so viele zu nennen, aber die da sind, schon recht wichtig. Wir fangen erstmal mit der Grobstruktur an. Wie läuft das eigentlich in der Borgware ab? Wir haben quasi ein Hauptprogramm, das dient aber eigentlich nur dazu, die Display-Loop zu starten. Der Display-Loop ist das, wo am meisten was passiert. Da werden die ganzen Animationen in der Schleife aufgerufen, zumindest alle Animationen, die konfiguriert worden sind. Über einen gewissen Hack, sage ich mal, ist es möglich, aus dieser Schleife rauszuspringen in das Menü. Und das ermöglicht einem dann, ein Spiel auszusuchen, das zu spielen, und dann springt er wieder zurück in die Display-Loop an der Stelle, wo er vorher war, zumindest an der Animation, wo er vorher war. Nebenbei läuft noch ein Interrupt-Händler, der sich um die Matrix kümmert. Das
Framewaffer benutzt, wo die Bilddaten drin stehen und diese Interrupt-Service-Routine, die guckt auf diesen Framewaffer drauf und entscheidet dann, welche LEDs sie einschaltet. Okay, wichtige Anlaufpunkte. Wenn ihr irgendwie was selber programmiert, dann könnte davon ausgehen, dass ihr erstmal die Prompt-Technik einbinden müsst. Weil da stehen halt so Parameter drin wie Lumplanes, Lumraws, Lumpols. Die sind für Block 16 zwar immer gleich, da war 3, 16 und 16, aber wenn ihr eine Animation und ein Spiel schreibt, das auch für andere Blocktypen funktionieren soll, dann solltet ihr nach Möglichkeit diese Werte benutzen. Die Main.c ist, wie eben gesagt, der Einstiegspunkt. Da wird die Hardware initialisiert und anschließend direkt die Display-Loop gestartet, die durch alle Animationen durchgeht. Ja, ich glaube, eine der zentralsten API-Funktionen ist in der Pixel.h. Pixel.h ist einmal der Datentyp Pixel definiert, das ist nichts weiter als das Struct X und Y. Es gibt die Funktion setPixel, wo man diesen Pixel quasi angibt mit einem Helligkeitswert zwischen 0 und 3. Und man sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass 0 beim Borg oben rechts ist. Ja, normalerweise kennt man, dass das oben links ist oder unten links, hier ist es rechts oben. Ja, also spielt ein Spiegel an der Wand. Wenn irgendwie ein Spiegel verkehrt ist, dann habt ihr diesen Umstand nicht beachtet. Wenn ihr mehr Geschwindigkeit braucht bei euren Animationen, dann kann es sich lohnen, diesen Framebuffer, den ich eingangs erwähnt habe, direkt reinzuschreiben. Weil Z-Pixel ist an sich relativ langsam. Da laufen zwei Schleifen, um einen Pixel zu setzen. In den meisten Fällen ist das nicht schlimm, weil die meisten Animationen brauchen diese Geschwindigkeit auch nicht. Aber wenn man jetzt wie ein Plasma oder sowas programmiert, dann kann es schon mal sinnvoll sein, direkt einen Framebuffer zu schreiben. Wie funktioniert der Framebuffer? Das ist erstmal ein dreidimensionales Array. Ich gebe einmal als erste Dimension die Anzahl der Helligkeitsstufen an, Lump Plane. Ich gebe die Anzahl der Zeilen an, der Spalten. Und das ist quasi getypt mit einem, Unsigned Characters, also jeweils breit. Und wenn man so einen Pixel zeichnet, dann ist der quasi in allen drei Planes vertreten. Ja, also jeder Pixel hat quasi ein Bit in jeder Plane. Und in je mehr Planes das jeweilige Bit gesetzt ist für den Pixel, desto heller ist er. Technisch ist das so, je mehr Bits gesetzt sind für so einen Pixel, desto länger leuchtet die LED bei Multiplexing. Und darüber realisieren wir auch die Rauschen. Hier habe ich es nochmal bildlich veranschaulicht. Hier haben wir quasi eine 4x4 Matrix mit drei Planes von 0 bis 2. Und ihr könnt ja auch sehen, wie sich dann das Bild zusammensetzt. In der ersten Spalte ist es in jeder Plane auf 0. Da ist kein Bit gesetzt, dann bleibt es schwarz. Bei der zweiten Spalte ist zumindest bei der ersten Plane die 1 gesetzt, bei den anderen nicht mehr, dann glimmt es halt so ein bisschen und so weiter und so fort. Es ist zumindest so, dass wir die von hinten auffüllen. Es ist also nicht so, dass wir da irgendwelche beliebigen Kombinationen sehen können. Es ist auch wirklich so, dass wir quasi von 0 anfangen, die aufzufüllen. Theoretisch sind auch Mischfarben möglich, aber das wird zumindest zur Zeit in der Borgbahn nicht verwendet und könnte auch nicht unbedingt reproduzierbare Ergebnisse zur Folge haben, zumindest wenn man verschiedene Boards betrachtet. Okay, weitere nützliche Funktionen. Es gibt in der util.h die Wait-Funktion. Sollte man benutzen, wenn man irgendwie seine Animation auch sehen will, weil meistens ist die Bilderzeugung ja doch relativ flott. Man gibt die Zeit, die man warten soll, in Millisekunden an. Das funktioniert auf dem AVR wunderbar. Wenn man das im Simulator macht, also unter Linux funktioniert das auch wunderbar, aber unter Windows ist die Granularität in einer Millisekunde schon hart an der Grenze. Also es kann schon sein, dass das irgendwie nicht funktioniert. Wenn man da Wartezeiten wie von 2 Millisekunden angibt, dann kann es sein, dass der Simulator auf einmal total langsam ist, weil Windows standardmäßig irgendwie mehr als 2 Millisekunden wartet. Du hast eine Frage. Ja, und zwar, welche Möglichkeit habe ich denn einfach mal zu warten, bis ein IRQ ausgeführt wurde? Also bis das Bild einmal dargestellt wurde? Zurzeit gibt es da keine. Schade. Aber du kannst dich natürlich gerne austoben und werden. Also müsstest du in den Hardware-Treiber gucken, wenn der quasi sein Bildaufbau fertig ist, der zählt ja die Zeilen, dann könntest du da quasi ein Dialog reinprogrammieren, dass er dann eine Aktion ausführt. Ja, oder einfach eine Variable setzt. Also es gibt derzeit keine, sagen wir mal, API-konforme Möglichkeit, du musst den Treiber direkt schreiben, was natürlich doof ist, wenn es für mehrere Borgs funktionieren soll. Aber ja, anders geht es zurzeit nicht. Wichtig ist, dass jede Animation, die ihr schreibt, ein Wait enthalten sollte. Egal wie klein es ist, zur Not macht ihr in Wait 1 rein.
weil über Wait, das ist der besagte Hack, mit dem es möglich ist, aus so einer Animation heraus ins Menü zu springen. Weil Wait prüft nämlich nach, ob der Joystick gedrückt wird. Wenn er gedrückt wird, dann springt er ins Menü, merkt sich quasi den Zustand, in dem er vorher war. Und wenn das Spiel fertig ist, dann springt er halt wieder in den Zustand zurück, wo er von dem er hergekommen ist. Also merken, mindestens Wait 1. In random.prng.h habt ihr einen Zufallsgenerator. Da gibt es die Funktion random 8 und die gibt euch eine zufällige Zahl zwischen 0 und 255 zurück. Ihr könnt natürlich auch die Random-Funktion aus der C-Library nehmen. Die funktioniert auch, aber das benutzen wir nirgendwo. Und wenn ihr das einschaltet, dann wird einfach das Image größer, ab der weniger Platz. Da gibt es noch die Scrolltext, habe ich eben schon erwähnt. Die findet ihr im Header unter Scrolltext, /scrolltext.h. Dort gibt es dann die Scrolltext-Funktion, wo ihr einfach den String angebt. Und nicht vergessen, vorher einen gültigen Kommandostring anzugeben. Sonst kommt nichts raus. Kommen wir zur Joystick-Abfrage. Wenn ihr den Joystick abfragen wollt, gibt es dafür 5 Markers, die hier aufgeführt. Und die liefern einen Wert von gleich 0, wenn halt einer der Joystick-Richtung gedrückt ist. Wenn man den Joystick in einem sehr kurzen Zeitintervall abfragt, kann es sein, dass ihr das entprellen müsst. Also die Kontakte prellen halt nach. Wenn man es zu schnell abfragt, dann kriegt man dieses Prellen quasi mit. Und dann drückt man einmal auf den Joystick drauf und das System glaubt, man hätte irgendwie 10-mal drauf gedrückt. Das ist nicht unbedingt sinnvoll. Das ist ein Tetris ein Problem gewesen, weil das sehr fein granuliert arbeitet. Da könnt ihr eine Routine nachgucken in der Input.c. Da ist so eine Art Puffer drin, der merkt sich quasi, wann so eine Taste zuletzt gedrückt wurde und ignoriert die dann halt so lange, bis ein gewisser Wert abgelaufen ist. Okay, kommen wir zu den Animationen. Hier werden die Folien ein bisschen dünn, muss ich sagen, weil ich nicht mehr allzu viel Zeit habe, deswegen werde ich so ein bisschen was in der Entwicklungsanleitung zeigen. Was muss man eigentlich machen, um so eine Animation zu schreiben? Also erstmal braucht man kompilierfähiges Grundgerüst in Form einer C- und einer Header-Datei und die legt man im Verzeichnis Animations ab. Und das alleine reicht nicht, noch nicht, man muss dem Konfigurationsmenü bekannt machen, dass es jetzt diese Dateien gibt. Und dazu gibt es im Animations-Verzeichnis die Datei config.in, da muss man was eintragen, das zeige ich auch gleich nochmal. Ihr müsst das Bildsystem davon in Kenntnis setzen. Dass es da jetzt was gibt, befindet sich hier unter Animations Makefile und ihr müsst die Animation in dieser Display-Loop eintragen. Das ist ein bisschen Aufwand, man muss da schon ein paar Stellen anpacken, damit die Animation wirklich läuft. Also am besten ist es wirklich zum Beispiel, er stellt sich erstmal so eine Rohbauen-Animation, die quasi erstmal nichts macht und sorgt dafür, dass die Voraussetzung stimmt, wenn man halt direkt debuggen kann. In der Display-Loop gibt es diesen großen Switch-Case-Block. Und es ist so, dass jede Animation eine Nummer hat und der zählt quasi diese Nummer hoch und je nachdem, welcher Caseblock sich dafür zuständig fühlt, wird dann eine bestimmte Animation ausgeführt. Ihr müsst euch eine freie Nummer suchen, die wird fortlaufend hochgezählt. Also ihr müsst einfach ganz unten gucken, dann solltet ihr eine Nummer finden, die noch nicht vergeben ist. Und ich glaube, so die Ende 20, Anfang 30 Nummern sind noch zu haben. Okay, hier haben wir ein Beispiel nach der Header-Datei, die muss nicht wieder sein. Da muss einfach nur der Einsprungspunkt vorhanden sein. Ich habe es einfach mal bei Enden genannt. Und hier haben wir eine passende OEP-Überschrift falsch gemacht, das muss ein C-File sein. Hier habt ihr eine einfache Animation, die macht jetzt nichts weiter als so ein Wellenmuster zu machen, das sich von links nach rechts bewegt. Das ist nur ein Beispiel. Damit hätten wir den Rohbau. Jetzt müssen wir die Config-In anpassen. Die Config-In enthält sämtliche Optionen für die anderen Animationen. Da kann man sich sehr gut dran orientieren. Hier habe ich beispielhaft angegeben bool myAnim Animation myAnim Random Support. Das hat folgende Bewandtnis: bool erzeugt eine Checkbox, die mit myAnim beschriftet ist. Das Animation myAnim, was ich daneben geschrieben habe, ist ein Symbol, das ich mir selber definiere. Das wird einmal als Umgebungsvariable definiert für Shell-Skripte und für Make. Und es taucht nachher nochmal auf in der Autoconf. Das heißt, der Quellcode kann halt auch prüfen, ob es ein Define gibt, das Animation myAnim heißt. Dahinter steht jetzt noch Random Support. Das bedeutet, dass wir eine Abhängigkeit haben auf den Zufallsgenerator, der hat halt auch so ein Symbol, so wie unseres halt Animation myAnim heißt. Das heißt, der Zufallsgenerator hat auch Random Support.
Ihr könnt ja auch nicht nur eine Abhängigkeit angeben, sondern halt auch mehrere. Das sorgt dann halt dafür, dass eure Animation nicht angehbar ist, wenn der Zufallsgenerator nicht angehbar ist. Okay, die Makefile-Datei muss auch angefasst werden. Da fügt man einfach dann sowas hinzu, einfach if animation or end. Das ist übrigens genau das Symbol, was wir eben definiert haben. Da prüft er halt drauf und dann müssen wir dafür sorgen, dass er halt unsere C-Datei mit kompiliert. Das macht man in der Umgebungsvariable Source. Die enthält quasi nach so einem Durchlauf alles, was an C-Files gebaut werden muss. Da kommen wir. Zum Spiel kommen wir noch nicht. Ich wollte euch noch zeigen, wie man die Display-Loop macht. Jetzt weiß ich nicht, wie gut man das lesen kann. Kann man das da hinten noch lesen oder ist das nicht mehr möglich? Auf der Kamera kann man es wahrscheinlich nicht mehr lesen. Ne? Versucht mal ein bisschen größer zu machen. Das sollte man aber lesen können. Okay. Als allererstes muss man in der Display Loop den Header inkludieren. Ich meine, ich hätte das hier auch schon vorbereitet. Da unten ist es. Man muss aber einmal den Header eintragen, damit die Einsprungsfunktion definiert ist. Anschließend muss man in der Display Loop gucken, das ist quasi so die größte Funktion dieser Datei. Und da sieht man schon, mit sehr viel if-def wird hier gearbeitet. Und dann seht ihr halt die ganzen defines, die dafür zuständig sind, konditionell die Animation reinzubauen. Ihr seht hier auch die Nummern mit dem Case. Und ihr müsst euch jetzt einfach eine freie Nummer suchen. Einfach weiter nach unten scrollen. Wenige Stunden später habt ihr dann eine freie Nummer gefunden. Ich habe hier die 26 genommen. Da ruft man einfach den Einsprungspunkt von eurer Animation auf und dann sollte das funktionieren. Wenn ich jetzt das mal hier ausprobiere. Mit Make habe ich eben vergessen anzugeben. Make Simulator macht dann den Simulator als Anwendung. Da kann man quasi eine Borg-Sim starten. Hier sehr schön, jetzt sieht man gar nichts. Sollte die Konfiguration oder die Datei, die ich hier gemacht habe, auch mal einstellen. Einen Moment. Jetzt kann man auch sehen, was wir da gemacht haben. Die Spirale nehmen wir raus. Hier unten ist die My Enemy, die wir eben angelegt haben. Ich will, das kann man da hinten nicht lesen. Ja. Sorry. Nochmal drüber. Control plus sonst einfach. Mhm. Also, ob das bei dem funktioniert, bei dem nicht, ist ein X-Face Terminal. Okay. Aber das kriegen wir hin. Das nehmen wir mal so mal 12, reicht das? Vielleicht noch Volt dazu? Ja, 14. Und sonst Comic Sans MS bitte. Nein. Was hat er? Er hat ja schon so einen komischen Vortrag gehalten, dann auch noch einen Comic Sans. Nee. Das machen wir so nicht. Okay, jetzt ist ihm das Ding zu klein hier. Wunderbar. Das wird immer besser. Mach doch mal einen Doppelklick auf die Titelbar. Das nützt nichts, dann ist das Fenster zu groß. Weil die Auflösung auf meinem Laptop ist ein bisschen größer. Das dürften die 80, da steht doch immer, wie viel er hat, oder? 116 auf 35 jetzt. Ah, oh, das reicht immer noch nicht. Hä, stimmt da nicht, was da steht? Ja, das ist wirklich zwei Pixel. Jetzt machen wir es. Und kann man lesen, oder? Okay. Animations. Ja, da unten haben wir myAnim. Machen wir es auch mal an. Exit. Exit. So, Make. Simulator.
Rande. Na gut. Ja, ich habe das eben einfach beendet, ohne die Konfiguration zu speichern. Und das ist halt genau die Animation, die ihr eben in der Folie sehen konntet. So viel dazu. Dann kommen wir zu den Spielen. Hier muss ich auf den Quelltext verweisen. Ein paar Folien habe ich noch schon gemacht. Ihr müsst erstmal ein neues Verzeichnis erstellen innerhalb von Games. Das gibt ja so eine Zeichenstruktur, ich kann die auch gerne nochmal zeigen. Hier haben wir sie. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen klein, ihr müsst jetzt einfach glauben, was da steht. Es gibt eine Verzeichnishierarchie, das hier, was ich in blau markiere, ist das Verzeichnis Animations, da kommen die ganzen Animationen rein. Hier unten haben wir Games und es ist ein guter Stil für jedes Spiel, ein eigenes Verzeichnis anzulegen, weil typischerweise hat man da mehr als zwei Dateien. Im Gegensatz zu einer Animation, die meistens auch nur aus einem zierten Header-File besteht. Bei Spielen ist es oft so, dass sie aus mehreren Dateien bestehen. Eine Ausnahme ist Snake hier unten. Snake besteht tatsächlich nur aus zwei Dateien, aber aufgrund des Stils haben wir gesagt, okay, das geht auch sein eigenes Verzeichnis. Ich habe hier ein Spiel angelegt, My Game. Das habe ich quasi in so einer letzten Viertelstunde vor dem Vortrag programmiert. Ist nicht wirklich interessant und toll, aber es sollte auch mal als Beispiel herhalten. Und das möchte ich mir vorstellen. Wir brauchen auch hier wieder ein Grundgerüst in Form einer CMD-Datei. Das ist genauso bei der Animation auch. Wir müssen auch hier die Config in anpassen für das Menü. Müssen wir eintragen. Das hat sich gegenüber der Animation auch nicht wirklich verändert. Das ist auch identisch. Und wir müssen auch die Make-Files entsprechend anpassen. Hier ist der Unterschied, dass man in der Config-MK-Datei erstmal nur das Verzeichnis einträgt. Für das eigentliche Spiel, was wir programmiert haben, müssen wir ein neues Make-File schreiben. Und es gibt ja auch keine Display-Loop, das ist auch anders gelöst, auch das werde ich gleich nochmal zeigen. Kommen wir erstmal zu dem Spiel an sich. Auch hier der Header. Und was hier mit into-do angedeutet ist, das Zeug jetzt einfach mal im Quellcode. Wo haben wir es? MyGate.c. Ist einfach nur ein Punkt, den man mit dem Joystick steuern kann. Und leider funktioniert die Game-Over-Erkennung noch nicht, das habe ich in der letzten Viertelstunde nicht mehr hinbekommen. Aber ungefähr so kann man sich ein Spiel vorstellen. Man hat eine große Schleife, eine Endlosschleife, die auf einen bestimmten Punkt halt sagt, okay, wenn Game-Over ist, höre ich auf, zumindest sind die Spiele, die wir geschrieben haben, nach diesem Muster aufgebaut. Ich frage den Joystick ab und je nachdem, was da passiert, ändere ich halt irgendwelche Stati in meinem Spiel. Und ab einer bestimmten Bedingung sage ich halt Game Over und dann beendet sich die Schleife, dann beendet sich die Funktion, er springt wieder ins Menü zurück und das wiederum springt zurück in den Display zu der Animation. In der Config, die ich eben nochmal gezeigt habe, ist genauso wie bei der Animation auch. Zusätzlich müsst ihr hier Joystick Support angeben, weil dann wird vorausgesetzt, wenn Joystick anwählen muss, bevor er Spiel anwählbar ist. Ansonsten genauso, wir haben die Checkbox MyGame, es wird ein Define Game MyGame angelegt, eine entsprechende Umgebungsvariable, die genauso heißt. Und ja, hier steht es auch nochmal, wir setzen voraus, dass der Zufallsgenerator und der Joystick Support vorhanden sind. In der Games.mk, wie ich eben erwähnt habe, muss man hier anstatt des Quellcode-Files das Verzeichnis hinzufügen. Die Variable heißt hier einfach Subtiers, da gibt man das Verzeichnis einfach an. Und ja, dann legt man quasi ein neues Make-File an in dem Verzeichnis, das man selber erstellt hat. Das ist auch relativ simpel. Das ist einfach Copy-Paste, das kann man sich bei anderen Spielen angucken und entsprechend adaptieren. Das ist kein Hexenwerk. Anschließend sollte das funktionieren. Eine Sache noch, wir haben keinen Eintrag in der Display-Loop für die Spiele. Das wird anders gelöst. Das ist sogar ziemlich abgefahren. Das hat sich auch Peter ausgedacht. Und zwar reicht es quasi, sich so ein Konstrukt in sein Spiel reinzuschreiben. Das sieht jetzt ein bisschen wüst aus. Ich gucke mal eben, was ich das hier wieder kleiner kriege. Dass man von der Gänze sehen kann oder fast von der Gänze sehen kann. Oben ist einfach nur konditionelle Kompilierung hier. Ich kann darauf prüfen, ob der Menü-Support an ist oder beziehungsweise ob das Spiel Game My Game aktiviert ist.
Das mit dem Menu Support hat den Hintergrund, dass wir den noch abschalten können. Wenn der abgeschaltet ist, dann macht dieser Skript noch keinen Sinn. Deswegen wird er halt dann nicht kompiliert, wenn das Spiel nicht kompiliert ist. Wir brauchen natürlich ein Icon für das Spiel. Das kann man hier sehen. Dieses Icon. Genau, das hinterlegen wir einfach als Textwerte. Das ist jetzt wirklich ein Schachbrettmuster. Man kann auch eine Binärdarstellung wählen mit 0b. Das ist letztendlich das, was das Menü nachher anzeigen wird. Darunter füllen wir eine Struktur namens GameScriptor. Und die enthält quasi einmal den Function Pointer zu unserem Spiel, nämlich MyGame, und dann das Icon, was wir oben definiert haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie funktioniert das? Ich habe jetzt einfach nur eine Struktur da hingepackt und trotzdem weiß das Menü, dass es das gibt. Wir haben hier so ein sogenanntes Attribut für den Compiler. Und das sagt dem Compiler, oder vielmehr dem Linker, dass er diese Datenstruktur in einen bestimmten Bereich des Images packt. Und dieses Image hat in diesem Bereich zwei Symbole, nämlich da, wo dieser Bereich anfängt, hat es ein Symbol, und da, wo dieser Bereich aufhört, hat es ein Symbol, also die Adressen davon. Und anhand dessen kann es bestimmen, in diesem Adressversatz, wie viele Spiele sind da, und es kann in diesem Bereich halt direkt diese Daten ausblenden. Das ist übrigens auch der Grund, warum das mit dem Simulator zurzeit nur unter Windows und Linux funktioniert, weil wir eben dafür ein speziell angepasstes Linker-Skript schreiben müssen, das eben genau auf dieses Attribut prüft, auf diese Section prüft, die wir da selber eingefügt haben. Und wenn ihr das irgendwie für Mac aus oder für FreeBSD oder was weiß ich braucht, dann müsst ihr halt das Linker-Skript entsprechend anpassen. In den meisten Fällen kann man das mit ein bisschen Fummel machen. Man guckt sich einfach die Default-Linker-Skripte an, die der Compiler mitliefert. Dann guckt man sich unser Linker-Skript an, macht einen Diff und dann sieht man, dass es da nur ganz wenige Zeilen anders sind. Und dann kann man sich ungefähr denken, was da eigentlich anders ist und adaptiert dann das Linker-Skript, was man eigentlich bearbeiten möchte, entsprechend, um das halt auch da lauffähig zu machen. Ich kann mich aber auch gerne mit euch hinsetzen, wenn ihr das irgendwie haben wollt für MacOS oder FreeBSD oder so, mal gucken, was man so ein Linker-Skript auf die Beine kriegt. Okay, so viel zum Menü. Gibt es da noch Fragen zu? Okay. Alle erschlagen. Okay, ja, das Spiel selber ist jetzt nicht so wirklich interessant. Ich kann mal versuchen, es zu starten. Wie gesagt, es ist in den letzten 15 Minuten dieses Vortrags entstanden. Hier hat man das, hier hat man quasi das Menü, das Icon. Im Moment ist nur ein einziges Spiel konfiguriert. Deswegen ist nur so dasselbe Icon zu sehen. Wenn ich das dann mit der Feuertaste starte, habe ich halt meinen Punkt, den ich halt irgendwie steuern kann. Ich wollte eigentlich, dass er in den Offer-Modus geht, wenn er den Rand berührt, aber habe ich irgendwas verbaselt. Aber zumindest habt ihr ein Beispiel in den Folien, wie so ein Spiel theoretisch aussehen könnte. Das ist jetzt quasi die simpelste Art und Weise, auf User-Eingaben zu reagieren, die sich dazu machen. War da nicht irgendwie irgendwas mit if x kleiner 0, dann soll er rausgehen und x ist vielleicht anzeigend? Genau, oder? Genau das, ja. Ich nachgedacht, genau das wird es sein. Prüfe halt, ob es kleiner 0 ist. Wenn man es wahrscheinlich auf kleiner 1 oder so ändert, nämlich hier, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Ja, Pixel ist, glaube ich, anzeigend. Genau, Pixel ist anzeigend. Guck mal, ob das gereicht hat. Ja, das wäre jetzt Game Over. Man hätte jetzt auch im Scrolltext sagen können, Game Over, irgendwas. Wenn ihr das so macht, habt ihr quasi schon ein gutes Grundgerüst, wie so ein Spiel aussehen könnte. Ein gutes Beispiel, richtiges, bereits fertiges Spiel aussieht, ist Snake. Weil es besteht halt nur aus zwei Dateien, einmal dem Header, einmal dem C-File. Da kann man schon relativ gut adaptieren für eigene Spiele. Die anderen Spiele sind ein bisschen komplexer. Am einfachsten ist da, glaube ich, noch das Space Invaders. Das hat zwar auch schon ein paar verschiedene Dateien, aber das ist noch am übersichtlichsten. Danach kommt Breakout. Ja, und danach kommt Tetris. Für letztes zeichne ich mich verantwortlich. Das sind irgendwie schon 20 Breakout-Dateien. Da sitzt man schon ein bisschen dran. Also wenn ihr einmal irgendwie überhaupt mal ein Spiel beginnen wollt, guckt euch Snake an. Also, dann passt das schon. Okay, ihr seid fast erlöst. Ja, noch eine Sache. Und zwar wollte ich noch ein bisschen was zur Matrixansteuerung sagen. Wir haben hier eine Aufsicht oder eine schematische Darstellung von der Schaltung. Wir haben einmal in der Mitte die LEDs. Wir haben an der Seite die Schieberegister.
Wer von euch weiß nicht, was ein Schieberegister ist? Okay, ein Schieberegister ist einfach ein Baustein. Der hat quasi einen Pin, wo ich so nacheinander meine Daten reinschiebe mit einzelnen Nullen. Und der hat 8 Ausgänge. Und ich schiebe quasi immer so einen Datenbit nach. Ja, wenn ich irgendwie eine 1 reinschicke, dann wird der erste von diesen 8 Pins hochgeschaltet. Dann schiebe ich ein weiteres Bit nach meinem 0, dann wird das Ausgang 1 weitergeschoben. Ich glaube, ich zeige das einfach gleich in der Animation, die ich hier habe, damit das deutlicher. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, aus seriellen Daten parallele Daten zu machen. Wir haben daneben die MOSFETs. Das sind unsere Zeilentreiber. Die sind dafür zuständig, dass immer nur eine einzige Zeile zur Zeit quasi Kontakt zur Masse hat. Kann man das hinten erkennen mit den Masseleitungen hier? Ich hab da noch eine andere Frage. Ja, diese vierpoligen LEDs, die du da hast, woher komme ich die? Und brauche ich die? Das sind zaubervierpolige LEDs. Ja. Die kommen auch mit 2 aus. Die sehen so aus, als wären sie vierpolig. Das ist jetzt keine korrekte technische Zeichnung, den Schaltplan findet ihr im Wiki. Da sind dann auch wirklich korrekte mathematische, oder Entschuldigung, elektrotechnische Symbole benutzt. Hier habe ich das einfach nur so ein bisschen versucht, plastischer darzustellen, damit das so ein bisschen aussieht wie das, was ihr auch auf der Platine optisch sehen könnt. Also du meinst quasi immer, die LED ist in Wirklichkeit elektrisch immer zwischen den Kreuzungspunkt der beiden Leitungen geschaltet. Also genau. Leitungen sind da nicht verbunden, wo die sich überkreuzen, genau. Und die LED... Also die Leitungen sind nicht verbunden, also auf dem Kreuz ist ja auch kein Punkt drauf. Tatsächlich ist es so, dass die Zeilen jeweils eine gemeinsame Kathode bilden für die LEDs und die Spalten jeweils eine gemeinsame Anode. Die sind tatsächlich dann durchverbunden, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie eine Spalte direkt mit einer Zeile verbunden wäre. Das ist nicht so. Wo war ich? Genau, ich war bei den MOSFETs. Die sind halt dazu da, dass immer nur eine Zeile Kontakt zur Masse hat. Hier unten haben wir die Spaltentreiber. Die machen im Grunde genommen nichts weiter als das, was der Mikrocontroller auf seinen Ausgang gibt, quasi nochmal ein bisschen zu verstärken. Ich weiß nicht, ob verstärken der richtige Ausdruck ist. Ich weiß, Peter kann das vielleicht ein bisschen sinnvoller erklären. Ja, ist richtig verstärken. Ja. Also man kann mit den Ausgängen des AVRs nicht unbedingt ganz dicke LEDs betreiben. Das kann dann dazu führen, dass er kaputt geht, weil die teilweise noch ein bisschen zu viel Leistung ziehen. Deswegen packt man so ein paar Treiberbausteine dazwischen. Die geben quasi nur das raus, was auf den Eingang kommt, können aber dann halt wesentlich mehr treiben. Also ich glaube, der Spaltentreiber, der kann mindestens 350 mA pro Spalte treiben. Und es ist tatsächlich so, dass man davon ausgehen kann, dass es dann pro LED 350 mA sind, weil der immer nur eine Zeile aktiv ist. Okay, von Bahn, wir haben rechts ein Quellcode-Fetzen, das ist quasi so ein idealisierter Hardware-Treiber. Und hier ist quasi skizziert, wie das im Quellcode aussieht und was in der Hardware passiert. Als allererstes haben wir die Ausgangssituation, alles ist aus, die ganzen Zeilentreiber sind gesperrt. In den Spaltentreibern da liegt nichts an. Und das wollen wir ändern. Wir legen jetzt erstmal ein Datensignal an. Das kann man oben sehen. Genau, da ist rot eingefärbt. Die Datenleitung, wir haben hier 2 Datenleitungen, sieht aber daran, wenn man eine logische 1 erzeugen will, dann muss das auf beiden Anschlüssen gemacht werden, deswegen habe ich die hier zusammengeknotet. Jetzt haben wir ein Datensignal angelegt, das reicht noch nicht, um was auf dem Ausgang zu kriegen. Wir müssen erstmal noch den Clockpin hochziehen. Dazu, man kann den Quellcode übrigens auch sehr schön sehen, wo wir uns gerade befinden. Ich ziehe den Clockpin auf High. Das sorgt dafür, dass die Schieberegister auf ihre Eingänge gucken, und das, was sie am Eingang finden, auf ihren ersten Pin auszugeben. Das sieht man hier in grün. Ist hier jemand mit einer Rot-Grün-Schwäche? Okay, Glück gehabt. Ach ja. So, wenn, wo war ich jetzt? Genau, wenn er den Eingang überträgt, er merkt, ich habe im Eingang ein rotes Signal, ich habe einen Takt bekommen, tatsächlich reagiert er auf den Wechsel von Low auf High. Und er merkte, okay, ich gebe jetzt was auf den Ausgang, er merkt, ich habe eine 1, ich gebe eine 1 auf meinen ersten Ausgang, wenn ich auf den anderen Ausgang schon was gehabt hätte, würde er die um 1 runterschieben. Das sieht man aber gleich nochmal. Es hat noch eine weitere Konsequenz. Dadurch, dass ich hier was auf den Ausgang gebe, wird dieses MOSFET leitend. Das heißt, diese Zeile hier, die hat jetzt Kontakt zur Masse, alle anderen nicht. Und jetzt kann ich mich daran machen, Signale auf die Spaltentreiber zu.
mache erstmal das Taktsignal wieder weg, dann nehme ich den Datenpin wieder weg und jetzt lege ich was auf die Spalten drauf. Das, was hier in Rot markiert ist, Callport 1 und Callport 2 sind quasi Bytes oder Makros in C-Code, die ich ansprechen kann. Und wenn man die halt mit entsprechenden Werten belegt, dann werden die Pinne vom AVR dann so beschaltet, wie man halt den Wert angibt. Ich habe jetzt hier für den Callport 1, das ist der hier, eine 0x80 angelegt. Das wäre dann quasi genau das hier, binär. Wenn man das hier als 1 betrachtet und das graue als 0. Und beim Callport 2 entsprechend eine 1, da ist dann hier der erste Pin auch freigezogen, der Rest ist low. Das kann man hier sehen. Jetzt kann hier der Strom hochfließen zu den LEDs und da hier die Kathode Kontakt zur Masse hat, kann sie zur Masse abfließen und die beiden LEDs leuchten. Das kann ich nochmal im Schnelldurchgang zeigen. Wir stellen die Spaltentreiber wieder ab, weil wir nicht möchten, dass das Bild in die nächste Zeile rutscht. Wir ziehen den Clockpin auf High. Und was passiert, dass wir die Clock auf High ziehen, nimmt dieses Schieberegister das, was hier am Eingang anliegt, und packt es auf seinen ersten Ausgang und den Rest, den es hat, schiebt es um 1 weiter. Das sorgt dafür, dass dann dieses MOSFET auf einmal leitend wird und das andere wieder sperrt. Ich nehme das Clock-Signal wieder weg, gebe meine Information auf die Spaltentreiber und ich habe hier dasselbe Bild wie vorher. Das kann man dann ein paar Mal durchexerzieren. Und das ist vielleicht noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Hier machen wir quasi aus zwei kleinen Schieberegistern ein großes. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wird jetzt nur diese eine Zeile leiten? Ich habe ja hier auf dem anderen Schieberegister ja auch was auf High liegen und trotzdem schaltet er nicht durch. Das liegt einfach daran, dass das Signal nicht unendlich schnell ist. In dem Moment, wo ich das Clock-Signal auf High ziehe, ist dieses grüne Signal noch nicht da. Und deswegen nimmt er halt an, wenn das Clock-Signal kommt, dass der Eingang auf 0 ist. Ja, kurze Zeit später ist zwar ein Signal da, aber es interessiert da nicht mehr. Er schaltet das trotzdem nicht frei. Und deswegen können wir das quasi verketten. Ansonsten ist das wie gehabt. Ich lege wieder mein Spaltensignal drauf. Hier ist quasi der umgekehrte Fall. Ich habe zwar kein Datensignal jetzt auf diesem Bild anliegen. Tatsächlich ist es aber so, in dem Moment, wo der Pin auf High gezogen wird, ist das Datensignal noch da. Und deswegen schaltet er das frei. Das ist genau der umgekehrte Vorgang. Und durch diesen Trick schaffen wir es halt, die Schieberegister zu verketten, ohne dass wir im Quellcode irgendwas ändern müssten. Also wir haben ja quasi nur zwei Fälle, die wir unterscheiden. Einmal, dass wir auf der ersten Zeile sind und der andere Fall, dass wir auf irgendeiner anderen Zeile sind. Und wir müssen das nicht besonders berücksichtigen. Okay, auch hier existieren wir das wieder durch. Wenn man das schnell genug macht mit diesem Zeilenwechsel, hat man das Gefühl, dass man ein stehendes Bild bekommt. Okay. So viel dazu. Ihr habt es überstanden. Der Vortrag ist fertig. Habt ihr noch Fragen zu irgendwas? Ich habe gerade mal den Schaltplan geguckt und da gibt es noch ein Joystick-Board und wie zweimal so Joy 1 Ground und Joy 2 Ground oder so noch. Wofür ist das? Genau. Das ist eine gute Frage. Potenziell kannst du dir ein Y-Kabel bauen, um zwei Joysticks anzuschließen, indem du halt anstelle von dem physischen Ground des Steckers jeweils Ground 1, Ground 2 davon nimmst, damit dann die Kontakte mit Ground schaltest und damit dann zwei Joysticks multiplexen kannst. Okay. Darf nur nicht einer nach schräg oben gehen wahrscheinlich. Das geht. Eine beliebige Kombination, du musst allerdings in das Y-Kabel noch Dioden einbauen. Also jede Richtung bekommt eine Diode und die Commons werden dann verteilt auf die Grounds von Joystick 1 und Joystick 2. Da gehen natürlich nur die Joysticks, wo nur Schalter drin sind. Es gibt auch von den Joysticks mit diesen Ports von C64, Atari, Amiga, gibt es auch welche, die so Autofeuer und so ein Zeugs eingebaut haben. Das geht dann natürlich nicht, weil dann da die eigentlich noch eine Stromversorgung brauchen über Ground. Also das kann auch sagen, es waren dafür noch zwei Pins übrig. Ja klar, okay. Das ist übrigens einer von den beiden Pins, die danach dann beim Erfungsoffenbüro gefehlt haben. Also jetzt eigentlich damit kommen. Ja, aber das kam erst später, das hat er erst kennen und dann kam das Funkenbüro drauf. Okay. Was hindert den 128er daran, darauf zu laufen? Eigentlich findet ihn gar nichts daran. Im Moment ist das einfach so, dass der über konditionelles Kompilieren, sprich über die IF-Direktiven im Lehrprozessor prüft, welche Mikrocontroller gerade verwendet wird. Mhm. Und der Atmega 32 und der Atmega 644 haben teilweise unterschiedliche Bezeichnungen.
für die UART oder für den Timer oder sonst irgendwas. Sie mussten eine Weiche einbauen. Diese Weiche prüfte Zeit nur ab Mega 32, beziehungsweise in den 64 oder den 64P. Das ist der einzige Grund. Aber theoretisch sollte das funktionieren, wenn man einfach diese IF-Direktiven erweitert um diesen Prozessor und eventuell guckt, dass die Bezeichnungen für diesen Prozessor auch passen, also was die Register betrifft. Aber sonst sollte das funktionieren. Für die Speicher und alles. Für die Borgware braucht man es nicht. Also die Borgware ist im Moment so groß, dass sie, wenn man alles einbaut, nicht mehr auf 82 Kilobyte passt, die liegt ungefähr 33 bis 34 Kilobyte. Ist aber nicht weiter schlimm, normalerweise möchte man nicht jede Animation haben, aber man möchte nur eine Tetris-Variante haben, nicht alle drei, dann hat man da keine Probleme. Wenn man damit entwickelt, kann es sinnvoll sein, 64 zu nehmen, weil der hat 64 Kilobyte Flash, der hat 4 Kilobyte RAM, aber ist halt auch nicht unbedingt ein Muss. Also 128 wäre für die Borgware zurzeit Overkill, also die braucht es im Moment nicht und ich sehe im Moment auch nicht, dass sich das in Zukunft irgendwie ändern wird. Ja, aber PIN-kompatibel ist der. Also es gibt den 128.4, allerdings glaube ich nicht bei Reichelt oder zumindest das letzte Mal, als ich gecheckt habe. Ach so. Der ist sogar billiger als der 64. Also. Ach, gibt es noch, weil nimmt man da stehen. Ja, achso, das ist noch nicht definiert. Ne? Das ist noch nicht definiert, aber wer ein bisschen C kann und sich das anguckt, der sollte eigentlich auch drauf kommen, wie man das für einen 128er portiert. Weil der 128 hat 16 Kilobyte Speicher. Ich muss den nicht da jetzt umfliegen. Ja, wir können uns auch das gerne gleich angucken an den Stellen. Also wenn du da wirklich was machen willst mit dem 28er, können wir gerne irgendwie was ändern. Ja, nur schön, wenn es so unterstützt wird, deswegen. Wenn da wirklich mal etwas Speicher hinterlässt, das reinhauen will. Das ist nur eine Kleinigkeit. Also es ist jetzt nicht, dass ich da irgendwas tiefgreifend ändern müsste in der Borgware. Hat sonst noch jemand Fragen? Okay, dann sind wir damit durch. Dann erkläre ich euch hier mit dir für entlassen. Und, ja, viel Spaß. Alle Labortag. Thank you.